Der Bahnhof Seifersdorf wurde bis in die 1990er Jahre planmäßig für Zugkreuzungen genutzt. Die Gleisanlagen lassen dies zwar auch heute noch zu, in der Regel ist aber immer nur ein Zug auf der Strecke unterwegs, wie hier bei der Fahrt zurück nach Heinsberg. Die teilweise noch erhaltenen Hochbauten des Bahnhofs stehen unter Denkmalschutz und werden von der IG Weißeritztalbahn betreut. Der nächste Streckenabschnitt führt von Seifersdorf nach Malta. Nach wenigen Minuten Fahrzeit passiert der Zug die Staumauer der Talsperre und fährt kurze Zeit später in den Bahnhof ein. In Malta steigen viele Fahrgäste aus, die einen Ausflug an die Talsperre machen. Während der heutige Bahnhof mit der Neutrassierung im Jahr 1912 in Betrieb ging, befindet sich der alte heute unter dem Wasserspiegel. Die Strecke führt nun in der Nähe des Ufers entlang. Bei der Trassierung wurde darauf geachtet, dass das Gleis stets mindestens 2 Meter höher liegt als der höchste Wasserspiegel der Talsperre. Die Talsperre entstand ursprünglich aus Gründen des Hochwasserschutzes. Schon kurz nach der Fertigstellung entwickelte sich auch die Nutzung als Freizeit- und Erholungsort. Heute gibt es unter anderem 2 Campingplätze und mehrere Strandbäder. Mit der Einfahrt in den Bahnhof Diepoldiswalde endet die Fahrt über das untere Teilstück der Weißeritztalbahn. Der Bahnhof ist der wichtigste seiner Art im Streckenverlauf und bildet seit jeher betrieblich den Mittelpunkt der Strecke. Der Bahnhof verfügt über einen Inselbahnsteig mit einem langen Bahnsteigdach, was für Schmalspurbahnen eher untypisch ist. Von den 3 Zugpaaren, die täglich auf der Strecke verkehren, fahren 2 bis zur Endstation Kipsdorf, während der letzte Zug des Tages bereits in Diepoldiswalde endet. Nach der Ergänzung der Wasservorräte rangiert die Lok an das andere Zugende, um von hier aus die Rückfahrt nach Freital-Heinsberg antreten zu können. Das Ankuppeln geht relativ schnell, da die Fahrzeuge über Scharfenwerkkupplungen verfügen, sodass nur die Versorgungsleitungen von Hand verbunden werden müssen. Gegen 18 Uhr steht der Zug für die Rückfahrt bereit. Die meisten der auf der Weißeritztalbahn eingesetzten Rekowagen besitzen einheitlich breite Wagenkästen mit Tonnendächern.
In den Sommermonaten wird auch ein offener Wagen mitgeführt, der sich in der Regel in der Mitte des Zuges befindet. Vor dem Bahnhofsgebäude steht das alte Stellwerk, das heute jedoch nicht mehr in Betrieb ist. Diepoldiswalde zählt etwa 14.000 Einwohner. Besonders sehenswert ist hier der historische Kern der Altstadt, in dessen Nachbarschaft die Stadtkirche steht. Diese wurde um das Jahr 1500 herum gebaut und nach Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg in vereinfachter Gestalt erneuert. Neben der Kirche ist auch der Marktplatz mit seinem spätgotischen Rathaus einen Besuch wert. Mit einem der bis nach Kipsdorf durchfahrenden Züge geht die Fahrt weiter. Nach der Fahrt durch Diepoldiswalde und Ulberndorf erreicht der Zug den Bahnhof Oberkarsdorf. Von hier geht es weiter nach Schmiedeberg. Die gesamte Weiße Ritztalbahn wurde im Jahr 2002 bei einem Hochwasser schwer beschädigt. Als der untere Teil 2008 wieder in Betrieb genommen wurde, war es bis zur Wiedereröffnung der Strecke ab Diepoldiswalde noch ein weiter Weg. Erst im Jahr 2017 wurde der Zugverkehr bis Kipsdorf wieder aufgenommen, was für den Tourismus in der Region von großer Bedeutung ist. Auf der gesamten Strecke mussten unter anderem Brücken repariert und ersetzt, Bahndämme und Schutzmauern wiederhergestellt und der Oberbau neu gebaut werden. Vor der Einfahrt in den Bahnhof Schmiedeberg überquert der Zug auf einem 191 Meter langen Viadukt das einmündende Pöbeltal. Viadukt und Bahnhof entstanden erst Anfang der 1920er Jahre im Rahmen einer weiteren Neutrassierung, bei der die Strecke aus der beengten Lage im Ortskern hinaus verlegt wurde. Der Bahnhof Schmiedeberg sollte einst zum Ausgangspunkt der Pöbeltalbahn werden, deren Bau 1912 genehmigt, aber nie fertiggestellt wurde. Oberhalb von Schmiedeberg endet der neu trassierte Abschnitt und nach dem Haltepunkt Buschmühle folgt der letzte Teil der Fahrt bis Kipsdorf. Dieser Abschnitt weist die größte Steigung der Strecke auf und führt wieder durch ein recht enges, von Nadelbäumen geprägtes Tal. Nach einer Fahrzeit von knapp 1,5 Stunden fährt der Zug schließlich in den Endbahnhof Kurort Kipsdorf ein. Der relativ große Kopfbahnhof besaß, wie nur wenige andere Schmalspurbahnhöfe, ein eigenes Stellwerksgebäude, das bis heute erhalten ist, aber nicht mehr als solches genutzt wird. Von einst bis zu 4 Bahnsteiggleisen sind heute noch 2 erhalten. Für den Güterverkehr gab es einen eigenen Güterbahnhof, der bis 1970 genutzt wurde. Der große Endbahnhof täuscht darüber hinweg, dass Kipsdorf gerade einmal knapp 300 Einwohner zählt.
Für Besucher bietet sich hier zum Beispiel eine Wanderung durch die schöne Landschaft des Osterzgebirges an. Viele Fahrgäste, deren Ziel die Weißeritztalbahn selbst ist, schauen aber auch einfach beim Umsetzen der Lok zu und fahren anschließend wieder zurück. Vor der Fahrt an das andere Zugende werden zunächst die Wasservorräte ergänzt. Das große Empfangsgebäude gehört der Stadt Altenberg, zu der Kipsdorf gehört, und wurde zum Bürgerzentrum umgebaut. Der historische Charakter und die Nutzung für die Schmalspurbahn blieben jedoch erhalten. Der einzige Zugang zum Bahnsteig führt durch das Gebäude, wo unter anderem ein Fahrkartenschalter sowie ein Warteraum vorhanden sind. Das Erscheinungsbild des Orts ist von recht großen Gebäuden geprägt. Die Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser von 2002 hat auch hier mehrere Jahre gedauert. Ein ungelöstes Problem stellt hingegen die Abwanderung vieler Einwohner aus dem Ort dar. Am Bahnhof wird die Lok inzwischen an das andere Zugende rangiert. Um 11.11 Uhr beginnt die Rückfahrt nach Freital-Heinsberg, von wo aus der Zug gegen 15 Uhr erneut in Kipsdorf eintreffen wird. Die Weißeritztalbahn ist mit Sicherheit ein lohnendes Ausflugsziel, sowohl für Eisenbahninteressierte als auch für Besucher, die die Fahrt durch die schöne Landschaft entlang der Strecke genießen möchten. Glücklicherweise ist das Hochwasser der dienstältesten Schmalspurbahn Deutschlands nicht zum Verhängnis geworden und daran wird sich hoffentlich auch in Zukunft nichts ändern.